Dr. Utans Laboratorium, Kyrimorut. Also, wie wollen wir es testen? Fragte Scout. Sie sah sehr verändert aus in ihrem Laboroverall, mit Handschuhen und Stiefeln und dazu ganz wie eine Labortechnikerin mit einer Haube über ihrem Haar. Wie finden wir heraus, ob es funktioniert oder nicht? Utan öffnete die Tür des Konservators und nahm die versiegelten Virusproben heraus. Gilamars Einfallsreichtum versetzte sie in Erstaunen. Sie fragte sich, wo er seine medizinischen und labortechnischen Geräte herbekam und wie wohl der Händler auf einen Mandalorianer in voller Rüstung reagiert hatte, der ihm eine solche Einkaufsliste vorlegte. Aber ein Mann, der einen Operationstisch aus einem Medizenter stehlen konnte, ließ sich durch nichts so leicht entmutigen. Nun, ich muss eine Versuchsperson mit dem veränderten Rhinocerius-Virus infizieren und sie später dem FG36 aussetzen. Utan setzte die Proben auf die Sterilbank und versiegelte diese anschließend. Und es muss ein Mensch sein. Daher habe ich vor, es an mir selbst zu testen. Wenn ich lebe, funktioniert es. Es ist so wichtig, als dass wir uns auf Computermodelle oder isolierte Zellen verlassen könnten. Aber woher wissen Sie dann, dass sowohl das FG36-Virus und das andere Ding funktionieren? Das ist eine gute Frage. Und außerdem bedeutet das, dass Sie hier ein tödliches Virus in einer Flasche haben werden. Eigentlich keine Flasche, aber mit tödlich liegst du absolut richtig. Kerl und Meech müssen ein ganz schönes Vertrauen in Sie haben. Utan reihte die Behälter auf, in denen sich die Enzyme und Chemikalien befanden, mit denen sie die Rhinocerius-DNA verändern würde, und dachte darüber nach. Ja, ganz offensichtlich taten die beiden das. Unter diesem Aspekt hatte sie das noch gar nicht betrachtet, denn, naja, so arbeitete sie nun mal. Sie beschäftigte sich mit gefährlichen Krankheitserregern. Es war das erste Mal, dass sie innehielt, um darüber nachzudenken, wie sehr diese Leute darauf vertrauen mussten, dass ihre Arbeit sie nicht töten oder den gesamten Planeten auslöschen würde. In Anbetracht der Art, auf die sie die Klone kennengelernt hatte, fühlte sie sich für einen Moment unangenehm schuldig. Mein Planet ist tot. Sie denken vielleicht, ich hätte nichts zu verlieren. Dass ich immer noch entschlossen bin, die gesamte Klonarmee auszulöschen. Je länger sie darüber nachdachte, desto schwieriger wurde es. Scout war ein cleveres Mädchen. Sie lernte schnell und war bemerkenswert geschickt. Sie befolgte buchstabengetreu ihre Anweisungen, bereitete Elektrophorese-Gel vor, sterilisierte Ampullen und andere Behälter und reihte unterschiedliche Enzyme, Reagenzien und Nährlösungen am exakt richtigen Platz auf. Sie fummelte nicht herum oder ließ Dinge fallen, so wie viele der Techniker, die Utan auf der Universität ausgebildet hatte. Es war Utan bisher nie aufgefallen, mit welcher Sicherheit und Präzision sich die Jedi bewegten, mit welch außerordentlichem, wie so spatialem Geschick. Doch Scouts Gesichtsausdruck verriet, dass sie weniger an den Methoden der Genschaltung und des Spleißens interessiert war, als an Utan selbst. Würden Sie es einsetzen? Scout sah sie von der Seite an. In dem Wissen, was es anrichtet, was wirklich dahinter steckt, würden Sie selbst das FG-Virus einsetzen? Hättest du mich das vor ein paar Tagen gefragt, vor ein paar Wochen? Ich habe mich selbst nie als Monster betrachtet, sagte Utan. Ich bin es nicht. Oder doch? Ich denke, ich bin nicht anders als die meisten Wesen. Aber ein Teil von mir fragte sich, ob ich in dieser Hinsicht einen blinden Fleck besitze. Und dann denke ich wieder, spielt die Waffe eine Rolle? Spielt die Anzahl der Toten eine Rolle? Wenn ich einen Feind mit dem Blaster erschieße oder wenn du deinen Feind mit einem Lichtschwert niederstreckst, würde uns niemand für ein Monster halten. Wie viele mehr müssen wir töten und wie und warum, bis wir die Grenze überschreiten, die uns dazu macht? Zu Monstern. Scout biss sich nachdenklich auf die Lippe. Das ist eine Frage für einen Jedi-Meister. Wir brauchen keine Jedi-Meister, die Moral für uns definieren. Ich denke, ich will damit sagen, dass ich es nicht weiß. Hast du jemals jemanden getötet? Nein. Aber du bist bewaffnet. Du würdest dein Lichtschwert benutzen, wenn du bedroht werden würdest. Scout schien Utans Gesicht nach einem Beweis für das Fehlen des Monsterseins abzusuchen, und Utan stellte fest, dass sie es bedauerte, nicht miterlebt zu haben, wie Scout aufwuchs, obwohl das Mädchen eine Fremde war. Es war ein überaus merkwürdiges Gefühl, so als hätte sie eine Tochter, die nach viel zu langer Abwesenheit wieder in ihrem Leben auftauchte. Wie bei Kerl und Ru. Das muss manchmal wehtun. Und ihr, all die verlorene Zeit, die niemals wieder zurückgeholt werden kann.
Ich würde wahrscheinlich glauben, mir würde keine andere Wahl bleiben, sagte Scout schließlich. Aber es würde sich nicht sonderlich von dem unterscheiden, was Sie tun. Glauben, man würde ihn Notwehr töten. Es ist nur ein Gefühl, das anders ist. Kein Grund. Uta lächelte sie an. Ich genieße unsere Gespräche. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön es ist, eine anspruchsvolle Unterhaltung zu führen, nachdem ich fast 3 Jahre lang keine Gesellschaft hatte, bis auf Sogafliegen und drittklassige Ärzte, die mich für eine Wahnsinnige hielten. Die Sogafliegen hielten sie also auch für verrückt. Uta erlebte Momente, in denen ihr das schiere Gewicht von Gibbats Zerstörung unmöglich machte, einen klaren Gedanken zu fassen. Sie war sich nicht sicher, ob sie sich für die anderen Momente hassen sollte, jene, in denen sie mit dem Leben weitermachte und sogar Freude daraus zog. Sie erlaubte sich trotzdem zu lachen. »Ich habe ihnen Namen gegeben. Fliegen. Was wissen die schon?« Vom Fenster aus konnte sie sehen, wie die Roboter am Waldrand den Boden durchwühlte, während Mörd ihnen aus sicherer Entfernung zuschaute. Sie spürte, wie um sie herum das Landleben voranschritt, ein Dasein, das sich in vielleicht 5000 Jahren nicht verändert hatte. »Was nicht kaputt ist, braucht nicht repariert zu werden«, sagte sie zu sich selbst. »Wie bitte?« »Nichts.« »Doktor, halten Sie es für richtig, alle auf diesem Planeten damit zu infizieren?«, fragte Scout. »Es ist ein Bacillus, der sich wie jede andere Krankheit verbreitet. Niemand kann ihm entgehen. Es bleibt ihnen keine Wahl, wenn es erst einmal freigesetzt ist.« »Sagen wir es mal so«, meinte Utan. »Es ist ethisch gesehen wesentlich vertretbarer, als zuzusehen, wie Palpatine FG-36 auf die Bevölkerung loslässt und dabei zu wissen, dass ich sie hätte retten können.« »Mama weiß es am besten. War es nicht schon immer so? Aber wenn erst einmal jeder weiß, dass es ein Gegenmittel zu dem Virus gibt, wird Palpatine einfach etwas anderes einsetzen.« Es gab Mandalore ein paar Schritte Vorsprung vor dem Schlimmsten, was das Imperium dieser Welt antun konnte. Wenn sie Palpatine nicht schon zu Fall bringen konnte, dann bestand die nächstbeste Alternative darin, sich um einen Planeten zu kümmern, der ihm sein imperiales Gesäß fachgerecht weiten konnte. »Es ist ein bisschen so wie Kekse backen.« Scout blickte von der gewölbten Transparistallabdeckung der Sterilbank auf, in der die DNA-Proben repliziert und ihre Komponenten zerlegt werden würden. »Oha, hören Sie das?« Utan hörte auf, den Transparistallkolben in ihre Hand zu schütteln. Durch die Akustik im Gehöft und die Stille an diesem entlegenen Ort wurden Geräusche weitgetragen. Was sie hörte, war jedoch ein stetig an- und absteigendes Stimmengewirr. Wie ein Streit hörte es sich nicht an. Davon hatte sie in den letzten Tagen genug gehört. Eine Frauenstimme. Nicht Bethany oder Hilka. Nicht Nie. Arla vielleicht. Bestimmt nicht Lassema oder Kinaha. »Wir gehen rüber und sehen nach, was los ist, wenn dieser Schub fertig für den Test ist«, sagte sie. »Was immer es ist, der Abwehrstoff geht vor. Um was geht es überhaupt?« »Es ist Arla. Ihr Zustand verschlimmert sich.« Arla musste mit schrecklichen Erinnerungen leben. Die Medikamente verdrängten sie möglicherweise, aber vielleicht schlossen sie Arla doch einfach nur mit ihnen ein, ohne dass sie in der Lage war, zu schreien oder zu fliehen. Ein Trauma rief in unterschiedlichen Köpfen unterschiedliche Reaktionen hervor. Skirata hat es mit einem Überlebenswillen galvanisiert. Ordo hatte gelernt, es die meiste Zeit über zu verdrängen, aber Arla konnte einfach nicht damit umgehen. In der Psychologie gab es keine Gesetzmäßigkeiten, an die Utan sich halten konnte. Nicht wie in der vorhersehbaren und geordneten Welt der Mikrobiologie. Sie grenzte fast schon an Schamanismus. Gilamar wirkte mit jedem Tag frustrierter und schien sich selbst die Schuld daran zu geben, das Problem nicht beheben zu können. Aber auch er war ein Mann, in dessen Vergangenheit viel Schmerz lag. War irgendjemand an diesem Ort von irgendeiner Art der Tragödie oder des Leids verschont geblieben? Utan bezweifelte es. Kyriumorut war eine Kolonie der Geschädigten und Enteigneten. Und ich... Auch mich hat der Schmerz gefunden. Keiner von uns ist normal. Andererseits erschaffen normale Leute nie etwas von Bedeutung oder etwas, das auf Messerschneide zum Wagnis steht. Nichts Großartiges oder Weltbewegendes. Ich gehöre hierher. In Ordnung, belassen wir es mit diesem Schub und kommen nachher wieder, sagte sie. Sie stellte die Kolben in die Sterilbank und schaltete die Wärmepumpe ein. 3 Stunden. Schau auf den Chrono. Jetzt lass uns gehen und gesellig sein.
Nach Jahren der Einzelhaft hatte Utan Schwierigkeiten damit, sich in einem Haus zu bewegen, in dem sich etwas über 30 Mandalorianer, Jedi-Klone und unterschiedlichste Wesen tummelten, die sich zusammengetan hatten. Selbst damals auf Gibbard hatte sie niemals mit mehr als 3 oder 4 Leuten zusammengelebt. Sie fragte sich, wie Skirata den Überblick behielt. Andererseits war dies für seine Verhältnisse eine kleine Familie. Irgendwie hatte er es nicht nur geschafft, die Nulls großzuziehen und auszubilden, sondern sogar noch eine ganze Kompanie von mehr als 100 Kommandos dazu. Das gleiche galt für Gilamar und V. Sie fand das ganz erstaunlich. Gilamar stand zusammen mit Yusik und Jane im Korridor vor Alas Zimmer und die drei tuschelten, als würden die Dinge schlecht stehen. Gilamar hielt ein Hydrospray in der Hand und füllte es mit einer Flüssigkeit aus einem Plastoidfläschchen. Kann ich irgendetwas tun? Fragte Utan. Gilamar hielt das Typo hoch. Wir diskutieren noch, ob wir es benutzen sollen oder nicht. Ein echter Bantabremser. Ich bin eigentlich nicht glücklich damit, ihr noch mehr Sebinodon einzuschenken, aber momentan fügte sich selbst Schaden zu. Utan hörte dumpfes Poltern aus dem Zimmer. Die Türe war nur angelehnt. Es hörte sich an, als würde jemand mit einem weichen Hammer den Putz von der Wand schlagen. Ist sie das? Ja. Gilamar holte tief Luft, senkte den Kopf wie ein Nerfbock, der gleich losstürmen wollte, und wappnete sich für das Gefecht. Ich stehe auf Schießereien oder einen guten altmodischen Faustkampf, aber Frauen narkotisieren liegt mir gar nicht. Warum soll ich es nicht tun? Meinte Utan. Sie war sich sehr wohl bewusst, dass Scout mit geschlossenen Augen neben ihr stand. Ebenso Yusik. Dieses Machtgetue nervte sie. Sie ist in Gegenwart von Frauen sehr viel ruhiger. Ich wirke nicht bedrohlich und ich weiß, wie man ein Hypo setzt, ohne weiches Gewebe zu verletzen. Nein. Yusik streckte seine Hand aus, die Augen immer noch geschlossen. Ihr werdet mich für einen gefühllosen Chapoir halten, aber ich sage, wir lassen sie noch eine Weile in Ruhe. Entzug ist eine sehr unangenehme Sache, ich weiß. Da kommt jedoch etwas in ihr zum Vorschein. Ich spüre etwas Rationales, schonungslos real. Spürst du es auch, Scout? Utan unterdrückte einen peinlichen Drang zu lachen. Scout kniff die Augen zusammen und legte den Kopf zurück, um sich zu konzentrieren. Sie war ein dürres, kleines Ding und Yusik wirkte neben Jane und Gilamar wie ein kleines Männchen. Sie sahen aus wie 2 verwahrloste Kinder, die den Duft des Abendessens von jemand anderem erschnüffeln. Aber es war ernst. Die Wissenschaftlerin in Utan lehnte sich gegen die Vorstellung auf, durch die Kommunikation mit dem Unsichtbaren eine Diagnose herleiten zu wollen. Sie brauchte Laborergebnisse, Zahlen, Reagenzien, die ihre Farbe wechselten. Ja, sagte Scout schließlich. Es ist beinahe wie eine andere Präsenz, aber es ist sie. Es ist fester. Es kommt mir vor wie... ich weiß, das wird sich dumm anhören, aber ich spüre einen großen Klotz schwarzen Granits, der durch dicke Vorhänge stößt. Bei mir sind es scharfe Kanten, schwarz-weißer Kontrast, sagte Yusik. Utan fragte sich, ob Jedi alle Synästhetiker waren. Wie etwas, das sich seinen Weg zurück in ihr Bewusstsein erzwingt, ihr altes Selbst, und es ist nicht das, was sie sehen will. Er öffnete die Augen. Offensichtlich ein unterdrücktes Trauma. Ich hasse es, ihr das anzutun, aber ich glaube, es ist besser, wir finden heraus, was es ist. Ich denke doch, dass wir das wissen, oder? Meinte Utan. Die Deathwatch hat ihre Familie abgeschlachtet und sie entführt. Wir brauchen schon etwas Konkreteres, um ihr helfen zu können. Gilamar wirkte wie gebannt. Er umklammerte immer noch das Hypospray in der Auffüllhalterung. Hat schon mal jemand einen Gehirnscan bei ihr durchgeführt? Fragte er. Ich würde alles geben, um deine Gehirnaktivität zu sehen, während du dieses Zeug wahrnimmst. Einverstanden, fragte Yusik und seine Lippen formten eine verbissene Linie. Wir lassen das ganze Zeug raus. Warum nicht? Gilamar setzte wieder den Deckel auf das Hypospray. Schließlich bleibt uns nur das, oder sie bis zu ihrem Tod, bis unter die Schädeldecke vollzudröhnen. Wenn du Psychotherapie anwenden willst, ist das der einzige Weg. Sie hat keine Angst, sagte Scout, immer noch ihre Augen geschlossen. Was? Normalerweise hat sie Angst. Ich konnte es fühlen. Jetzt nicht so sehr. Sie ist voller Hass und Schuld. Tja, das würde zu ihrer zurückkehrenden Erinnerung passen, meinte Gilamar. Hass auf die Deathwatch. Schuldgefühle, weil sie überlebte und ihre Familie nicht.
Nein, das ist es nicht. Es geht um sie. Sie hasst es, sie selbst zu sein. Utan sah gleichermaßen fasziniert wie entsetzt zu. Psychologen waren doch alle gleich, selbst Amateure wie die Jedi. Bei ihnen war alles immer so nebulös. Tja, ich gehe trotzdem rein und rede mit ihr. Ist Lasema da? Sie ist mit Kat bei Raf zu Besuch, antwortete Yusik, zusammen mit Bethany und Ordo. Nur bis Kaibuir es nicht mehr so verbissen sieht, den Kleinen und sie an einem Ort zu haben. In Ordnung. Utan zog ihre Labortunika aus. Sie wollte nicht wie eine Krankenwärterin aussehen. Wie schwer kann das sein? Wenigstens weiß ich, wie sich die Schuld der Überlebenden anfühlt. Utan zog die Tür auf und ging in Alas Zimmer. Es war geräumig und luftig genug, um nicht wie eine Zelle im Valorum-Center zu wirken, mit einem netten Ausblick auf die Landschaft, sodass sich die arme Frau nicht vorkommen musste, als hätte sie ein Gefängnis gegen ein anderes ausgetauscht. Ala hat ihr Bett in eine Ecke geschoben. Sie kniete darauf, mit dem Gesicht zur Wand und schlug mit der Faust gegen das Gemäuer. Utan ging vor, bis sie am Kopfende des Bettes stand und sie besser sehen konnte. Ala, ich bin's, Kyle. Sie wagte sich noch ein Stückchen näher und stand einen Meter von Ala entfernt, gerade außer Reichweite, falls sie ausrasten und zuschlagen sollte. Für einen Augenblick sah sie sich panisch nach Gegenständen um, die Ala als Knüppel hätte benutzen können. Trotzdem war sie sicher, dass ein Mann nie so nah an Ala herankommen könnte. Ala, meine Liebe, du musst dich ja elend fühlen. Möchtest du, dass ich dir etwas Kaffee hole oder mich zu dir setze? Utan hatte geglaubt, Ala würde ihren Handballen einsetzen, aber so war es nicht. Utan konnte jetzt sehen, dass sie ihre Knöchel benutzte, Knochen, von flimsy dünner Haut überzogen, und an der honigfarbenen Wand war ein feuchter Blutfleck zu sehen. Zwei schmale Blutspuren rannen hinunter und verschwanden hinter dem Bett. Ala, sagte sie, kannst du das einen Moment lassen, damit wir reden können? Utan streckte ihre Hand aus, langsam nervös, und berührte Alas Schulter nur mit der Fingerspitze. Da wandte die Frau sich auch schon ab und kroch auf die andere Seite des Bettes. Fass mich nicht an! Schon gut, tut mir leid, aber deine Hand sieht schlimm aus. Das muss wehtun. Ich bin Doktorin. Nun ja, keine Ärztin, aber den Versuch ist es wert. Lass mich nur einen Blick darauf werfen. Nicht! Ala starrte für eine Sekunde auf ihre Hand und vergrub dann ihre Nägel im Ellbogengelenk ihres anderen Arms. Blut quoll hervor. Utan konnte nur entsetzt zusehen. Ich bin Dreck! Ich bin Dreck! Bleib weg von mir! Niemand hält dich für Dreck, Ala. Das weißt du nicht! Ich weiß, dass das wehtun muss und dass ich ein Arzt diese Wunden ansehen sollte. Du weißt nicht, was ich bin. Du weißt nicht, was ich getan habe. Ala legte ihre Arme fest um ihre Knie, zog den Kopf ein und fing an, sich vor und zurück zu wiegen. Das Blut klebte inzwischen überall. Mir geht es gleich wieder gut. Lass mich allein. Es ist besser, wenn du nicht in meiner Nähe bist. Verschwinde! Utan hatte noch nie in ihrem Leben solche Angst verspürt. Sie konnte mit Entbehrung umgehen, mit Gefahr, mit jedem Extrem, das ihren Weg kreuzte. Aber jemanden zu sehen, der so vor Verzweiflung und Selbstachtung zerfressen war, versetzte sie in Schrecken. Sie hatte keinerlei Kontrolle über die Situation und sie hatte keine Ahnung, wo sie anfangen sollte, damit Ala Fett sich besser fühlte. Ich weiß alles über den Aufbau des Lebens, wie Zellen funktionieren, woraus wir bestehen, was die lebendige Maschine antreibt. Aber ich habe keine Ahnung, wie man sich einem anderen Wesen im Fegefeuer nähert. Dennoch würde sie es versuchen. Niemand richtet über dich, Ala, sagte Utan freundlich. Wie hätte sie auch können? Sie wusste nicht, was Ala dazu bewegt hatte, zu töten. Nur, dass sie ihre Familie unter schrecklichen Umständen verloren hatte. Utan kannte eine ganze Reihe von Mördern, die niemals ihren Appetit auf den Nächsten haben verloren. Und hier stand sie vor dieser unglücklichen Frau, die man über Jahre weggesperrt hatte und die sich selbst in der Qual der Schuldgefühle verletzte. Utan beschloss, ihr einfach nur tröstend zuzureden. Ich bin sicher, du hattest deine Gründe für das, was du getan hast. Dafür, dass du dich wehren musstest. Nicht das, fauchte Ala. Nicht die. Die waren nichts. Ich meine, schlimme Dinge. Ekelerregende Dinge. Ala wiegte sich noch etwas vor und zurück, dann verlangsamte sich ihr Atem und sie schien sich zu beruhigen oder sich zumindest verausgabt zu haben.
Langsam schlug sie die Beine übereinander, stützte die Ellbogen auf die Knie und legte ihren Kopf in die Hände. Der Zeitpunkt schien so gut wie jeder andere, um wieder hinauszugehen. Utan bewegte sich zur Tür und Gilamar spähte hinein. Oh, Sharp! Yussi kreckte den Hals. Utan scheuchte sie ein Stück den Korridor hinunter und schloss die Tür. Jing war in irgendetwas auf seinem Datapad vertieft. Tja, langsam bekomme ich ein Bild davon, weshalb man sie im Valorum Center so schwer sediert hat, meinte Gilamar. Sie braucht nicht mal was Scharfes, um sich zu verletzen. Meech, ich weiß nicht, wovon sie gesprochen hat, aber sie gibt sich die Schuld an irgendetwas. Ihr wolltet doch, dass ich mich in die Datenbank der Strafjustiz hecke, sagte Jing und schwenkte sein Datapad. Bitteschön. Arla Fett, richtig buchstabiert, in 3 Punkten des Mordes angeklagt und mindestens 6 weitere Fälle zu ihren Lasten, die das Gericht aber aufgrund mangelnder Beweise fallen ließ. Verurteilt, aber in eine geschlossene Abteilung überstellt, nachdem sie 1 oder 2 Jahre in einem normalen Gefängnis verbracht hat. Das ist unser Mädchen. Und nützt uns das irgendwas? Fragte Yusik. Nun, interessant ist, wen sie kalt gemacht hat. Wenn wir davon ausgehen, dass die 6, für die sie nicht verurteilt wurde, auf ihr Konto gehen, dann sehen sie nicht zufällig aus. Aber auch nicht logisch. Zumindest nicht serienmörderlogisch, falls ihr versteht, was ich meine. Gilamar nahm ihm das Datapad aus der Hand, zog konzentriert die Stirn kraus und las. Alles Männer, alles Geschäftsinhaber, ein Tabkaff, eine Transportfirma, ein Verpflegungsservice. Hey, bei dem Namen klingelt etwas. Vagaliu, der war ein Kopfgeldjäger, schon lange her. Die 3 Männer sahen sich an. Utan hatte das Gefühl, es wäre ihnen lieber gewesen, wenn Arla zu der Sorte gehört hätte, die nur Rothaarige umbringt. Eine konsequente Wahnsinnige. Scout zupfte sie am Ärmel. Ich empfange das Gefühl schlimmster Schuld, sagte sie. Die arme Frau zerfleischt sich aus Schuldgefühl. Und nach dem, was sie sagt, nicht wegen ihrer Opfer, murmelte Yusik. Also, was können wir für sie tun? Fragte Utan. Yusik wirkte selber schuldbewusst. Nun, wir könnten einen ordentlichen Psychiater engagieren, wenn wir nur nicht noch mehr Besuch haben wollten, als wir sowieso schon haben. Hier geht's langsam zu, wie im Galactic City Raumhafen. Ich sage, wir lassen sie noch ein Stück weiter zu sich kommen und sehen dann, womit wir es zu tun haben. Und dann? Yusik zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung. Ich auch nicht, sagte Gilamar. Aber wenn es unlösbar ist, bleiben uns immer noch die Medikamente. Jane sagte nichts. Yusik hatte darauf bestanden, Arla zu retten, aber niemand hatte mit der Form gerechnet, die Arlas Psychose annahm. Es war naiv gewesen, wohlgemeint, eine spontane Reaktion, die jedes mitfühlende Wesen bei jemandem, der Qualen leidet, gezeigt hätte. Aber nun schien es, als ob Arla nie wieder ein normales Leben führen oder nach Concord Dawn zurückkehren konnte. Es war meine Idee, sagte Yusik. Also bin ich auch für sie verantwortlich. Auf die eine oder die andere Art. Ich werde sie da rausholen. Mitgefühl war eine Last. Utan erkannte, dass sie es die meiste Zeit ihres Lebens vermieden hatte, während Yusik es zu seiner Berufung gemacht hatte. Sie fragte sich, wer von ihnen glücklicher war.